Herzlich willkommen zu dem Webinar BKI-Kostenplaner 2024. Ich hoffe, dass ich heute den Beginnern und auch den Fortgeschrittenen mal wieder was Neues und Praktisches zeigen kann. Genau, vorab ein kleiner Überblick zu meiner Präsentation. Danach zeige ich Ihnen die neuen Funktionen im Kostenplaner. Also wir gehen mal ganz kurz die Liste durch. Alle neuen Funktionen werden wir nicht in diesem Webinar heute vorstellen. Da gibt es ein spezielles Webinar. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss zu den Folien, wo Sie also alle neuen Funktionen sehen können. Genau, also Inhalt der Präsentation ist also erstmal Attributsuche. Wir filtern nach Attributen in der Datenbanksuche. Ja, dann gibt es eine Übersicht der Attribute und ihrer Kategorien. Dann zeige ich Ihnen, wie man sinnvoll mit der Attributsuche arbeitet. Dann gibt es eine Übernahme der Objekte in den Kostenplan. Das heißt, also wir zeigen dann auch, wie man diese Übernahme effizient machen kann. Passen die Stichprobe an und schauen uns speziell die Kostengruppe 500 an, weil da haben wir neue Attribute, die wir dann anwenden können. Als nächstes schauen wir uns dann die Ausführungsarten an. Wir arbeiten mit den Ausführungsarten. Das heißt also, wir werden eigene Ausführungsarten erzeugen. Dann werden wir auch also die BKI-Ausführungsarten nutzen, also die bereits vorhandenen. Und ich zeige Ihnen einfach mal, wie man damit arbeitet und was da alles neu ist und grundsätzlich einfach, was es mit den Ausführungsarten auf sich hat. Verschieden von Untergruppen. Und also Ausführungsarten sind Untergruppen. Untergruppen sind aber auch Positionen und Bauteile. Und wenn wir die Zeit haben, dann ja, gehe ich da auch mal kurz drauf ein und zeige Ihnen, was denn da der Unterschied ist, wenn wir schon mal bei den Untergruppen sind. Genau, also hier die allgemeinen Neuheiten im Überblick. Also wir haben 4000 Objekte in der BK, also aus den BKI-Datenbanken, also über die wir Daten abrufen im Kostenplaner. Das gibt uns über 1 Million statistische Kostenkennwerte 2023, 2024. Wir haben über 6000 Positionen mit über 29.000 Baupreisen 2029 für 99 Leistungsbereiche nach DLBB. Und neue Regionalfaktoren für alle Stadt-Land-Kreise in Deutschland. Wir haben neue Regionalfaktoren für den Europaraum und für Österreich haben wir sogar ja, die Regionalfaktoren für die Bundesländer. Genau, und was wir uns heute anschauen, sind die aktualisierten Ausführungsarten. Und ja, ansonsten ist auch F1-Hilfe überarbeitet worden. Klar, gibt es ja neue Funktionen, dann brauchen wir natürlich neue Hilfe und wir haben ein neues Handbuch. Genau, das sind die allgemeinen Neuerungen. Und genau, also hier sehen wir eine Liste der neuen Funktionen tatsächlich. Wie gesagt, die werden in einem anderen Webinar dargestellt. Wir schauen uns heute vor allem die erweiterte Attributesuche an und dann schauen wir uns auch die Übernahme von Ausführungsarten mit dazugehörigen Anteilen und Leistungsbereichen. Genau, und ja, genau, also die Freianlagenattribute schauen wir uns an und die Übernahme von Langtexten von Ausführungsarten schauen wir uns dann an. Gut, nochmal zu den Terminen. Da hat ja gesagt, gibt nochmal eine Übersicht, wann welche Termine stattfinden. Wir haben heute den 28.02. Heute ist das letzte Webinar im Februar. Da zeige ich Ihnen, wie gesagt, die aktualisierte Attributesuche und erweiterte Ausführungsarten. Und alle Webinare, die wir im Februar gemacht haben, wiederholen wir auch nochmal im April. Also für diejenigen, die jetzt ja, also heute keine Zeit haben oder die letzten Tage keine Zeit hatten, wir können das nochmal im April wiederholen. Und die Webinare sind bei uns immer ja, ein bisschen individuell dargestellt, also gestaltet. Das heißt, also natürlich, es geht immer um dieselben Inhalte, aber ja, das machen wir so ein bisschen so nach Gefühl und nach Laune, wie das Ganze nochmal inhaltlich dann auch wiedergeben. Das heißt also, ich versuche dann auch immer nochmal ein bisschen zur Seite zu blicken, wenn ich die Funktion zeige und damit es einfach von allen Webinaren dann halt auch einen Mehrwert haben. So, genau, dann sehen Sie hier unten, sehen Sie noch einen Link. Wenn Sie auf diesen Link gehen oder wenn Sie diesen Link eingeben in der Internetseite, dann können Sie nachträglich auch die ganzen Webinaraufzeichnungen sehen. Ich glaube, das geht bis seit 2022 oder alle Webinare ab 2022 sind bei uns hochgeladen und können Sie für alle Versionen, können Sie sich anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum Kostenplaner und dann zeige ich Ihnen die neuen Funktionen im Kostenplaner. So, Sie sehen jetzt den Startbildschirm vom Kostenplaner. Oben rechts
sehen Sie die Version. Die aktuelle ist die 2024 109. Dann sehen wir in der, ja, also hier diese Kreise und darunter die Einstiegsmöglichkeiten der Version. Das heißt einmal, wir haben die Version Statistik, wir haben die Version Statistik Plus und wir haben die Version Recherche. Machen wir ganz kurz auf. Wenn ich auf die Recherche klicke, das ist so die, ja, also die, wirklich die Basisversion. Da hat man eigentlich nur so eine Datenbanksuche und man kann sich hier ja, also auf Gebäudeebene sozusagen eine Liste von Objekten raussuchen und dann schauen, was haben die denn hier für Kostenkennwerte und wie sind denn die Kostenkennwerte für diese Gebäudeart. Das heißt einmal Kostenkennwert für die einzelnen Gebäude in der Gebäudeart, sieht man hier unten bei BGF pro Euro Quadratmeter. Und da sieht man nochmal die Preise für die komplette Gebäudeart. Das heißt im Prinzip für alle Gebäude, die jetzt hier in diesen Suchergebnissen gefunden worden sind, in dem Fall Büro, Verwaltungsgebäude, Holzbauweise. So. Das mache ich jetzt wieder zu. Damit kann man jetzt noch keinen Kostenplan machen. Das ist, wie gesagt, nur für die Recherche. Benutzen Ämter immer ganz gerne, um mal ganz kurz so einen groben Wert über den Daumen zu peilen. Dann haben wir die Version Statistik. Die mache ich auch mal ganz kurz auf, damit man da gleich mal einen Unterschied sehen kann. Da schreibe ich jetzt rein, auch Büro. Das habe ich jetzt zum Beispiel beim letzten Webinar nicht gemacht, also keinen Kostenplan angelegt. Das machen wir jetzt ganz schnell. Ich erkläre das jetzt mal nicht. Wie ich das mache, so, das können wir, wie gesagt, in einem anderen Webinar sehen. Aber man kann hier Regionalfaktoren einstellen, man kann hier eine Simulation auf Basis der Bruttogeschossfläche ansetzen. Und man kann hier noch zusätzliche Faktoren, das ist immer die Prognose. Das heißt, also Sie haben einen bestimmten Kostenstand, den Sie einstellen und dann haben Sie immer noch mal, das ist jetzt nicht so wichtig, aber das sollte man eigentlich immer machen, nochmal die Lücke von Kostenstand zu dem Zeitpunkt, wo Sie tatsächlich bauen wollen. Den sollten Sie hier natürlich dann berechnen. Und die Baunebenkosten können Sie dann auch für die Version Statistik hier eingeben. Ich gebe mal gerne 28% an. Es wird immer mehr, aber wie gesagt, die Leistungen für Fachplaner und Architekten einfach immer mehr werden. Zum Beispiel Ökobilanzierung, Nachhaltigkeit ist jetzt auch so ein Thema. Genau, also den Namen gibt es schon. Gut, dann machen wir halt Büro 2. Also das Programm hat jetzt gerade festgestellt, dass ich da einen Namen vergeben wollte, den ich anscheinend schon mal benutzt habe. So, und dann zeige ich Ihnen jetzt die Version Statistik Plus, Statistik, so. So sieht das Ganze aus. Das heißt also, ich habe hier meine, genau, ich habe hier im grünen Bereich habe ich meinen Kostenplan. Und unten im blauen Bereich habe ich die BKI-Datenbanken. Und man sieht jetzt schon, wenn ich jetzt hier auf so eine Kostengruppe draufklicke, dann habe ich hier Kostenkennwerte. Das war es dann auch schon. Also ich kann jetzt hier nicht die Kostenkennwerte verfeinern und sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Außenwänden nur eine bestimmte Tragkonstruktion mir anschauen möchte, um den Mittelwert zu bilden, dann geht das an der Stelle nicht. So, jetzt schauen wir uns, genau, und jetzt gehen wir mal. So, jetzt gehen wir mal in die Statistikversion rein. Das heißt, also hier unten sehen Sie übrigens alle zuletzt geöffneten Projekte. Da können Sie sozusagen auch einen schnellen Zugriff auf die Projekte ermöglichen. Und dann sehen wir hier auf der rechten Seite erste Schritte. Das heißt, da werden die neuen Funktionen dargestellt. Dann gibt es einen Link zur Online-Hilfe, Link zu Seminaren zur Kostenplanung. Das heißt, wenn Sie sagen, ah, also ich habe jetzt schon viel gelernt jetzt hier im Webinar mit dem Herrn Brutter Adolfs oder in den Webinarvideos, aber ich möchte jetzt nochmal mich vertiefen in das Programm, dann empfehle ich unsere Seminare. Dann gibt es auch noch unsere anderen BKI-Produkte, also es gibt ja Bücher oder weitere Software, die das Ganze, also die Sie in der Kostenplanung unterstützen können. Und wenn Sie Daten liefern wollen, das heißt, wenn Sie wollen, dass Ihre Projekte hier bei uns erscheinen und auch als Referenz hergenommen werden, dann können Sie hier über Daten an BKI liefern. Ja, kommen Sie dann in unsere Datenbankabteilung und die führt Sie dann da durch und zeigt Ihnen dann, wie Sie dann Projekte an uns liefern können. Das wird dann auch vergütet bei uns. Und ganz neu dazugekommen ist dieser Link, Anleitung zur Freischaltung. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt gerade so eine Testversion bei sich offen haben und Sie wissen nicht, wie Sie sie freischalten können, dann klicken Sie auf den Link, dann öffnet sich ein Video und dann werden Sie da durchgeführt. So, genau, und jetzt habe ich in der Zwischenzeit mal einen Kostenplan hier aufgemacht, also irgendeinen, den ich mal offen hatte, das war mal so ein Bürogebäude. Damit Sie mir jetzt aber besser folgen können und vielleicht das Ganze ja halt auch mitmachen können,
Gibt es jetzt hier auf der linken Seite, ja, da haben wir unsere, ja, also unsere Projekteinstellungen, Grundlagen, Schritte, Erweiterungsschritte und das ist sozusagen so ein Navigationsbaum, der Sie so Schritt für Schritt durch die Kostenplanung begleitet. Und ganz unten gibt es so Anwenderunterstützung. Da gibt es Beispielkostenpläne. Und wir haben ja gesagt, wir schauen uns die Ausführungsarten an und wir schauen uns die Attributsuche für Außenanlagen an. Deswegen können Sie hier mal den Musterkostenplan Außenanlage Park aufmachen. Dann haben Sie nämlich dieselbe Grundlage wie ich jetzt hier im Webinar. Das heißt, dann können Sie das doch eins zu eins nochmal nachspielen nach dem Webinar. So, das ist jetzt ein vorgefertigter Kostenplan. Den haben Sie alle in der Standardinstallation schon drin. Und genau so. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Statistik Plus Version ein. So, das heißt, vorhin haben Sie ja gesehen, wenn ich jetzt hier auf so eine Kostengruppe geklickt habe, zum Beispiel jetzt die 330, da sah es ja bei der Statistik ein bisschen anders aus. Ja, warum habe ich die noch offen gerade? So, ja, genau. So, einfach mal, dass Sie es mal gesehen haben. Hier, wie gesagt, habe ich halt also keine Objekte dahinter, sondern wirklich feste statistische Kostenkennwerte und ich kann die Stichprobe hinter dieser Kostengruppe 330 nicht anpassen. Und jetzt hier in diesem Kostenplan, da sehen Sie, da habe ich auch Objekte und ich könnte jetzt die Stichprobe anpassen. Und das werden wir jetzt auch machen. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die Kostengruppe 500. Und dann gehen wir mal hier auf die Wasserflächen und dann gucken wir uns an, was wir denn da aktuell für Objekte haben. Das heißt also hier, wenn ich da unten auf die, also unter diesem blauen Strich, mache ich jetzt mal diesen Navigationsbaum weg, damit Sie ein bisschen besseren Blick haben. Wenn ich jetzt hier unter diesem blauen Strich schaue, dann sehe ich hier, welche Objekte aktiv Kosten haben für diese Kostengruppe und entsprechend diesen Kostenkennwert bilden. Da ist jetzt nur ein Objekt mit Kosten, das ist natürlich zu wenig. Da kann ich dann jetzt auch hier draufklicken und dann sehe ich auf der rechten Seite die Beschreibung zu diesem Objekt. Das heißt, einmal sehe ich ein Bild, dann sehe ich auch hier, was ist das für ein Grundstück und wie war denn der Markt, als das Ganze vergeben worden ist. Dann habe ich hier noch Beschreibung zur Kostengruppe. Das heißt, hier steht dann drin, was ist da gemacht worden in dieser, also wie ist die Beschreibung der Kostengruppe, was ist da gemacht worden und dann kann ich mir denken, ja gut, also entweder möchte ich genau das hier machen oder das ist mir jetzt hier gerade zu wenig. Ich möchte einfach mehr Referenzobjekte haben. Gerade so am Anfang so einer Kostenschätzung, also wir befinden uns in einer zweiten Ebene, also die Ebene der Kostenschätzung. Da möchte ich eigentlich mehr Objekte haben, weil ich weiß noch nicht, was ich machen möchte und ich möchte einfach so eine passende Bandbreite haben. Ich weiß vielleicht so in welche Richtung, was ungefähr, was ich machen möchte, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es ausführen möchte und möchte das jetzt mal ja planen. So, das heißt, wir passen jetzt diese Datenbank, die Objekte in diese Datenbank an und gehen, indem wir hier auf die Datenbanksuche gehen. Da auf diese Pfannkuchen mit der Lupe. Ne? So, und jetzt sind wir in der Datenbanksuche. Die sieht aus wie die Suche und Recherche. Da könnte ich jetzt hier klicken, Freianlagen und könnte hier über die Freianlagenarten, so nenne ich das jetzt mal, ja, könnte ich jetzt hier mir Objekte holen. Aber ich möchte das ein bisschen genauer machen. Ich möchte nämlich das mit der Attributesuche machen. Da habe ich nämlich mehr Möglichkeiten, das Ganze zu verfeinern. Und zwar kann ich jetzt hier zum Beispiel unter Allgemein, könnte ich jetzt sagen, ja, es handelt sich um Neubau, es handelt sich um Freianlagen und könnte jetzt auch hier das Ganze auch für Gebäudearten machen. Aber wir machen das Ganze das jetzt an der Stelle für die Freianlagen, weil wir sind ja in der Kostengruppe 500. Und wenn ich sage, ich möchte, wie gesagt, Freianlagen, Neubau, Attribute übernehmen, dann werden die Attribute hier auf die linke Seite gezogen und ich sehe, ich habe 236 Objekte von diesen 4000 Objekten, die genau hier Daten haben, ja, also diesen Neubau und sind Freianlagen zugeordnet. So, und dann kann ich hier, also hat sich jetzt hier ein neues Feld geöffnet. Das heißt, ich habe jetzt hier Freianlagen, dann neue Kategorien, einmal Freianlagen Konstruktion und Bau und Freianlagen Landschaftsgestaltung und Vegetation. Genau, so, und da kann ich jetzt, hier könnte ich bestimmte Konstruktionen nach Konstruktionen filtern, die ich gern haben möchte in meinen Freianlagen oder nach denen ich filtern möchte, weil ich da nämlich auch sowas Ähnliches machen möchte. Und wir machen das jetzt aber Landschaft, wir sind in der Kostengruppe 580 Wasserflächen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Landschaftsgestaltung und dann gibt es hier zum Beispiel auch schon so ein Häkchen, ja, was ich reinmachen kann in diesen Kasten für Wasserflächen. Und dann übernehme ich das mal, Attribut übernehmen. Und
Genau, und jetzt habe ich hier 75 Objekte in der Kategorie Freianlagen, Landschaftsgestaltung mit Wasserflächen. So, und da unten habe ich dann 38 Objekte. Ja, was heißt denn das? Jetzt habe ich hier drei verschiedene Zahlen, also 200, 36, 57 und 38. Also im Prinzip sehe ich hier, wie viele Objekte ich in dieser, also mit Attributen in dieser Kategorie habe und in dieser Kategorie. Und das ist die Schnittmenge der Attribute aller Kategorien. Ja, so, das sind jetzt 38 Objekte, das sind schon sehr viele, das möchte ich noch ein bisschen verfeinern. Das könnte ich zum Beispiel hier an der Stelle machen, indem ich sage, ja, ich bin in der zweiten Ebene, das heißt, ich möchte mindestens Objekte ab der zweiten Ebene haben, alles andere, also alles, was unter der zweiten Ebene ist, brauche ich gar nicht, interessiert mich nicht. Dann sage ich Attribute übernehmen, ja, dann sind es hier schon weniger Objekte geworden. Und wenn ich dann mal auf Suche starten klicke, dann erhalte ich die Objekte und die werden hier aufgelistet. Die kann ich mir entweder hier im Detail anschauen oder ich kann das Ganze nach Symbolen hier sortieren, indem ich auf Symbole klicke oder auf Liste. Das mache ich immer ganz gerne. Und dann sehe ich dann hier in der Bezeichnung, was da gemacht worden ist und kann die Objekte jetzt hier durchgehen. Und jetzt wird es wichtig, weil ich suche ja nach ganz bestimmten Objekten für meine Stichprobe. Und wie kann ich das denn jetzt hier rausfiltern? Weil jetzt habe ich ja hier nicht so viele Informationen in der Objektbeschreibung. Ich möchte ja Beschreibungen für die Kostengruppe haben. Ja, es geht mir um die Kostengruppe. Und dann kann ich jetzt hier auf der rechten Seite auf Kostengruppe klicken. Und dann kann ich hier auf diesen, also da, wo dieser grüne Balken ist, da kann ich jetzt mal auf das Dropdown-Menü klicken, gehe auf die Kostengruppe 500. Ja, dann kann ich mich hier so durchnavigieren. Und dann kann ich hier auf die Wasserflächen gehen. Dann sage ich so gern, okay, ich gehe auf die Wasserflächen und jetzt kriege ich, immer wenn ich jetzt hier zwischen diesen Objekten hin und her klicke, dann sehe ich, was wurde denn in der Kostengruppe dieses Objekts gemacht. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich sage, also momentan sind alle ausgewählt, ja, und jetzt sage ich, ich möchte keinen auswählen und sage, das ist jetzt zum Beispiel ganz gut, das möchte ich haben, das wähle ich aus und das möchte ich wieder auch noch haben. Und weil wir machen mal so eine Renaturierung. Fließgewässer und was wir auch noch machen ist, wir wollen auch so eine Wasserfläche haben. Das heißt also, diese Beschreibung gefällt mir auch gut. Daran möchte ich mich auch orientieren. Und dann kann ich mich hier so durcharbeiten und halt so Objekte suchen, die wie gesagt, also einmal meine Renaturierung und einmal vielleicht meine Wasserflächen darstellen, also für meine Wasserflächen repräsentieren. Die kann ich jetzt erstmal alle rüberholen. Dafür klicke ich dann hier zu ausgewählte Objekte hinzufügen und sage ausgewählte Objekte übernehmen. Jetzt werde ich gefragt, es gibt bereits eine Stichprobe, möchte ich die Objekte jetzt hinzufügen oder möchte ich die Stichprobe komplett ersetzen? Ich sage komplett ersetzen, weil die anderen interessieren mich jetzt nicht mehr. Ja, genau, und jetzt habe ich nur die drei Objekte hier drin, die ich haben wollte. Und da habe ich natürlich jetzt hier wieder zwei verschiedene Kostenkennwerte. So, weil, wie gesagt, beim einen, wie gesagt, da geht es ja, da ist jetzt viel mehr gemacht worden als in dem anderen. Und jetzt kommen wir auch zu den Ausführungsarten, ne? Weil, wie gesagt, ich könnte jetzt natürlich jetzt hier diesen Mittelwert nehmen und hier eine Fläche eingeben für die Wasserflächen, aber das wird dann vielleicht nicht das repräsentieren, was ich machen möchte. Meine Wasserflächen haben vielleicht, sagen wir mal, 200 Quadratmeter, habe ich nachher Wasserflächenanteil. Und wenn ich jetzt einfach hier diesen Kostenkennwert übernehme, dann ist ja nicht gerade repräsentativ, weil ich habe ja noch gar nicht definiert, wie viel Wasserfläche ich für die Renaturierung haben möchte und wie viel vielleicht für meinen Teich. Ja, oder, genau, Teich ist das hier. Das möchte ich jetzt zum Beispiel über meine Ausführungsarten definieren. So, dafür werde ich jetzt hier also unter der zweiten Ebene eigene Ausführungsarten anlegen. Das heißt, rechte Maustaste auf die Kostengruppe. Dann kann ich jetzt hier Bauteil, Ausführungsart, also Position anlegen. Wann zum Beispiel macht ein Bauteil Sinn, wenn ich zum Beispiel in der Kostengruppe 300 bin? Und ich möchte, ich weiß nicht, irgendwie eine Küche darstellen, ja, so eine Einbauküche. So, oder ich habe verschiedene Wandaufbauten, die ich dann da stellen möchte. Dann sollte ich solche Bauteile anlegen und die dort genauer definieren. Ich kann es aber auch über die Ausführungsarten machen, ne? So, und die Position, das ist sozusagen, also die Position definieren, die Bauteile und Ausführungsarten dann im Detail. Ja? So, aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt legen wir erstmal eine Ausführungsart an. Das nennen wir dann Renaturierung. Genau.
Und dann haben wir die auch schon angelegt und dann legen wir noch eine zweite Ausführungsart an, Teich terrassiert. So, und jetzt habe ich hier zwei Ausführungsarten drin und jetzt kann ich hier auch entsprechend schon mal Kostenkennwerte übernehmen für diese verschiedenen Ausführungsarten. Das ergibt dann auch Sinn. Ich kann auch, wenn ich mich jetzt erstmal an diesen Beschreibungen orientieren möchte, kann ich auch die Beschreibung hier oben von den Objekten mal erstmal hochnehmen. Ich muss natürlich dann entsprechend hier oben die Mengen und die Details anpassen. Also zum Beispiel hier für die Abdichtungsbahn machen wir mal 150, weil mein Teich wird 150 Quadratmeter und da gebe ich dann auch das hier ein, 550 Quadratmeter. Also die Mengen muss ich auch eingeben für meine, damit ich Kosten erhalten kann für meine Ausführungsarten. Hier machen wir 50 rein. So, dann habe ich da Kosten. Und genau, und dann sollte ich dann natürlich dann zusehen, dass ich hier später auf die entsprechenden Kosten komme in dieser Ebene. Da habe ich mein Protokoll, da sehe ich immer, was für einen Kostenkennwert oder was sich da zuletzt geändert hatte jetzt in dieser Kostengruppe. Das war in dem Fall die Menge. Und ich weiß, ich habe jetzt hier mit diesen Ausführungsarten komme ich hier auf ca. 22.000 Euro. Also mit den entsprechenden Maßnahmen, die ich mir von den Objekten hier rausgenommen habe. Und jetzt könnte ich hingehen und könnte das Ganze nochmal auf Positionsebene detaillieren. Zum Beispiel machen wir das mal hier bei dem Teich. Ja. Da kann ich jetzt hier auf die Positionen klicken. Also eigentlich, wieder könnte man an der Stelle schon sagen, das reicht mir jetzt, ja. Da habe ich jetzt schon genug mit den Ausführungsarten jetzt gearbeitet und jetzt, wie gesagt, wenn ich aber sage, ich möchte das noch detaillierter haben, weil ich weiß schon ganz genau, wie viel Erde ich da umgraben möchte, ja, dann kann ich das an der Stelle machen. So, zum Beispiel, wie gesagt, draufklicken, dann auf die Position, dann bin ich hier im Positionsfenster. Dann gehen wir auf Neubau, dann gibt es hier einen Bereich für Freianlagen, man sieht auch für Rohbau, Ausbau, Gebäudetechnik. Und dann machen wir hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was nehmen wir denn da? Genau, also ich bin jetzt hier bei Landschaftsarbeiten und da sieht man zum Beispiel hier Seerose. Ja, so das heißt also da, ich habe vielleicht Seerosen bei mir drin, dann kann ich die hier, also kann ich hier von Mittel bis Wert übernehmen. Es gibt auch so einen Max-Wert. Also man sieht, das gibt's jetzt, da ist jetzt der Unterschied nicht so groß. Hier ist mal den Bisswert. Genau, und dann wird diese Ausführungsart überschrieben. Da muss ich mir merken. Also ich muss irgendwann auch irgendwie auf, also circa 20.000, wenn ich jetzt alles da anwende, was auch in der Vorbeschreibung drin ist. Na, aber es kann auch sein, dass es weniger wird, weil ich gar nicht so viel machen möchte. So, auf jeden Fall habe ich jetzt hier meine Seerosen. Ja, und ich sehe in meiner Beschreibung, da waren auch Seerosen drin. Der hatte hier 30 Stück. Kann man von mir aus auch so an der Stelle so lassen. Das heißt, ich habe jetzt 30 Seerosen in meinem 150 Quadratmeter Teich. So, und dann sehen Sie, Sie sehen ja dann, was passiert. Das heißt, jetzt kriege ich jetzt für diese Position kriege ich Kosten und die werden dann oben in den Ausführungsarten zusammengezählt. Und dann kann ich das so weiter treiben hier an der Stelle. Nicht wahr? Das heißt also, ich kann jetzt hier auch Landschaftsbauarbeiten nehmen und dann vielleicht noch ein kleiner Hinweis hier in der Spalte Kostengruppe. Da sehe ich auch immer, in welcher Kostengruppe diese Positionen angewendet werden. So, und da kann ich mich auch so ein bisschen dran orientieren, wenn ich dann, wenn ich bestimmte Sachen bearbeite. Zum Beispiel hier 580. Ja, da habe ich hier Gewässerabdichtung, Teichfolie. Ja, die brauche ich natürlich auch. Nehme ich auch mal den. Ich nehme jetzt mal den Max-Wert, weil ich das besonders hochwertig haben möchte. Und da würde ich jetzt zum Beispiel meine 150 Quadratmeter angeben. Das ist entsprechend immer auf die Einheit achten. Und dann sehen Sie schon, also die Kosten, die werden immer höher. Dann habe ich vielleicht noch meine Steine, die ich dort haben will. Und irgendwann komme ich hier wieder auf diese 20.000, wenn ich dann alles berücksichtigt habe und kann dann ganz genau nach, weiß dann auch ganz genau auf Positionsebene, was ich denn hier für Kosten habe und habe mit BKI-Kosten gearbeitet. Ich habe aber, wie gesagt, wenn ich jetzt bei BKI jetzt hier keine Position finde, ja, also wenn ich jetzt merke, oh, ich habe hier eine bestimmte Position, aber es gibt hier gar keinen Vorschlag von BKI, aber ich habe da ein Angebot für und dann kann man die Position auch ähnlich wie die Ausführungsart einfach hier anlegen. So, und so arbeitet man mit der Ausführungsart und mit der Attributesuche.
innerhalb der Freianlagen. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich. Und jetzt gehen wir mal in die Kostengruppe 300, ja, und machen das Ganze jetzt mal mit den BKI-Ausführungsarten, weil wir haben jetzt eigene Ausführungsarten angelegt. So, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt da auf die Kostengruppe 360 gehe? Dann sehe ich jetzt auch hier wieder Objekte. Na, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Objekte mit Kosten, weil ich habe keine, also dieser Kostenplan ist ein spezieller Außenanlagenplan. Und da sind jetzt einfach keine Objekte mit Kosten für Dächer drin, weil es nur Außenanlagen gemacht worden. Aber jetzt sage ich, möchte ich zusätzlich zu meinen Außenanlagen einfach noch ein Gebäude und das möchte ich jetzt hier anfangen durchzuplanen. Ne? So. Dann kann ich das auch machen. Das heißt, jetzt gehen wir auf die Dächer und sagen, arbeiten mit Ausführungsarten auch wieder. Und wenn ich da auf Ausführungsarten klicke, hier unten in dem blauen Bereich, dann sehe ich hier nach der dritten Ebene sortiert die Ausführungsarten, die mir angeboten werden. Und dann kann ich zum Beispiel hier auf Steildachholz gehen und kriege hier unten Ausführungsarten angeboten. Ne? Das heißt, also Sie wissen ja schon ungefähr, was dahinter steckt. Das heißt, in so einer Ausführungsart, da hat einfach BKI mal so eine Standardrezeptur hintergelegt mit Positionen und Preisen für die Positionen, ne, also Standardpreisen, die dann sozusagen diese Ausführungsart repräsentieren. Und damit wollen wir einfach ein bisschen Arbeit sparen. Das sehen wir jetzt mal an. Zum Beispiel nehmen wir mal geneigtes Holz, Nadelholz, Mineralwolle, 220 mm Dachschalung. Da nehmen wir, ich nehme mal wieder den Misswert. So, und da brauche ich natürlich dann auch eine entsprechende Menge, keine Ahnung, 100 Quadratmeter. Halt, da kommt halt die Dachfläche hin. Was ist die Dachfläche an der Stelle? Wenn ich das nicht weiß, dann gibt es hier oben DIN-Erklärung. Ja, wir auf die Kostengruppe klicken, dann auf DIN-Erklärung. Dann gibt es hier einen Auszug aus der DIN-Norm. Da wird dann geklärt, was gehört denn alles zur Dachfläche und wie berechne ich diese Fläche am besten. Ne? So, dann weiß ich auch ganz genau, was da hingehört. So, dann brauche ich noch, um mein Dach darzustellen, da brauche ich noch Dachbelege. Da habe ich meine Dachsteine. Da nehme ich jetzt zum Beispiel Tonfallziegel, Unterdeckbahn, die nehme ich jetzt einfach mal so als Belag. Sie sehen, hier gibt es dann auch immer die Beschreibung der Ausführungsart und ich sage mal Langtext automatisch übernehmen, dann wird das gleich mit übernommen. Bin ich auch bis wert. Und dann brauche ich vielleicht noch eine Bekleidung. Bekleidung auf Unterkonstruktion nehme ich jetzt mal und dann nehme ich jetzt einfach mal Dachbekleidung geneigt, Gipskartonplatten. 12,5 mm, zweilagig, so, da haben wir beim Misswert. Wie gesagt, und da muss ich dann halt entsprechend immer meine Mengen eingeben. Die kann ich aus meinem Plan rauslesen. Da mache ich jetzt mal ein bisschen weniger. So. Innen hat man weiß ein bisschen weniger Fläche. Und so kriege ich dann ganz schnell über Ausführungsarten dann hier mein Dach abgebildet. Ja, so. So, und jetzt sehen Sie, wie gesagt, die Texte, die wurden jetzt automatisch mit rübergenommen. Aber wenn ich jetzt hier auf so eine Ausführungsart klicke, dann steht auch hier immer so ein Leistungsbereich. Ja, und was heißt denn das? Leistungsbereich bedeutet, wenn ich eine Ausführungsart übernehme, dann kann ich hier oben im Kostenplan auf den Reiter Leistungsbereiche klicken. Und dann werden die Leistungsbereiche zum Beispiel jetzt hier bei den Tonfallziegel Unterdeckbahnen. Da gibt es jetzt zwei Leistungsbereiche innerhalb der Rezeptur von BKI, und zwar einmal Dachdeckungsarbeiten und einmal Klempnerarbeiten. Ja, die sind notwendig, also diese Ausführungsart 100 Quadratmetern herzustellen mit dem Preis. Und da steht dann auch der Anteil dieser Kosten. Ja? Das heißt, ich sehe, Klempnerarbeiten waren jetzt hier 13%, 13,8% und Dachdeckungsarbeiten sind 86,2% der Kosten. Die sind dann hier aufgeteilt. Und wenn ich dann in meinen Kostenplan, wenn ich in meinen Aufdrucken gehe, also wenn ich mir den Kostenplan dann irgendwann mal ausdrucken möchte, dann kann ich jetzt entweder hier einmal Leistungsbereich, den Kostenanschlag kann ich mir anschauen, mache ich mal eine Vorschau. Sind jetzt natürlich jetzt alle Formulare ausgewählt, die standardmäßig uns hinterlegt sind, also einmal die Projektbeschreibung. So. Und dann scrolle ich hier mal runter und dann sehen Sie, da sind dann sozusagen in der Kostengruppe 300, die haben wir angelegt. Da sieht man dann, wie die Kosten aufgeteilt sind in dieser Kostengruppe. Ja, dann weiß ich ganz genau, okay, meine Dachdeckungsarbeiten werden mich später in dieser Kostengruppe so und so viel kosten, Klempnerarbeiten so und so viel. Und es ist ganz interessant, wenn es mal
einen Aufschlag geben sollte über die Leistungsbereiche, dann kann man das auch ganz gut steuern im Kostenplan, indem man einfach hier auf die Gesamtkosten klickt und dann genau, und dann kann man hier die Zuschlagsfunktion aktivieren, ja, und dann kann man, das machen wir jetzt mal gerade noch kurz am Ende, und dann könnte man jetzt sozusagen hier auf diese Dachdeckungsarbeiten dann später sagen, ja, da kommen noch 10% drauf. So, und dann habe ich jetzt hier zwei neue Spalten, Kosten berechnet und Kostenkennwert berechnet. Und dann sehe ich jetzt einfach hier, dass meine Kosten an der Stelle, die passen sich dann später einfach automatisch an, abhängig von dem, was ich jetzt hier eingegeben, was ich jetzt hier eingegeben habe. Ne? So. Gut, ja, so funktioniert das Ganze. Mal jetzt wieder weg. Dann gehen die Spalten dann auch wieder zurück. Und dann schauen wir uns nochmal ganz kurz die, ich glaube, das war es eigentlich auch schon an der Stelle. Wir sind, glaube ich, auch schon durch mit dem Webinar. Guck gleich nochmal, ob Fragen da sind. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Kostenschätzung rein. Eine Sache wollte ich noch zeigen. Wenn ich jetzt hier auf die Vorschau gehe, in den, im Standardblatt, und ich suche jetzt hier meine Positionen, das sage ich Ihnen, weil ich das ganz oft hatte. Dann sehe ich zwar hier Kostenplan, zweite Ebene, Kostengruppe 500 habe ich jetzt natürlich hier vermehrt, aber ich finde hier gar keine Position. Also hier in meiner 580, da steht ja jetzt ja gar nichts drin. So, und wie kriege ich denn jetzt die Position da rausgelesen? Das ist nämlich standardmäßig nicht eingestellt. Dafür muss ich dann meine Kostenschätzung auf der zweiten Ebene hier kopieren. Das zeige ich Ihnen gerade noch. Und dann muss ich sagen, hier Alternativen drucken und kann zum Beispiel hier auf Eingabenebene das Ganze runterziehen, dass ich da alle Werte haben möchte. Und wenn ich dann auf die Vorschau gehe, dann gehen wir mal hier nochmal auf die 580, damit wir dann auch da bleiben, wo wir uns auch auskennen. Und dann sind dann die ganzen Ausführungsarten und Positionen auch dann hinterlegt mit den Texten. Ne? So, das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man das weiß, wenn Sie jetzt das Ganze ausprobieren, gleich, wenn ich nicht dabei bin. Ansonsten, wie gesagt, das war die aktualisierte Attributsuche und die erweiterten Ausführungsarten. Ich hoffe, das Webinar hat Ihnen Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben wieder zusätzlich was gelernt, neues Gefühl gekriegt, wie man mit dem Kostenplaner arbeiten kann. Und ja, also mir hat Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Webinar mit Ihnen. Ja, vielen Dank und eine gute Zeit wünsche ich Ihnen.